gibt mal wieder Mumi von mir. Und zwar würde ich heute mal aus Bangkok filmen. Und zwar so ein paar kleine Gästchen, dass ihr das mal seht, wie das so in etwa in Bangkok aussieht. Wenn euch meine Movies gefallen, gerne Abo da lassen. Ansonsten Daumen nach oben oder wenn ihr wissen wollt, wenn ich online gehe, die Glocke betätigen. So, also wir warten da vorne und wir gehen hier mal durch. Also, das sind so typische Wohnungen. Ihr seht das um die Satellitenschüssel und unten eigentlich ein Lädchen. So wie hier in etwa. Ihr seht, da oben liegen noch die Autoteile. Und hier wird schwer gearbeitet. So, wir gehen mal durch. Es ist eine sehr kleine Straße. Man sieht hier, dass man kaum einen Fußweg oder irgendwas hat. Und ihr seht ja gerade die Arbeitsweise der Thais. Jawohl, ich gehe mal schnell rüber. So, hier haben wir ein kleines Krämerlädchen. Und hier sehen wir eigentlich so immer, wie das überall aussieht. Es sieht schon mächtig gewaltig aus. Mit diesem Krämerlädchen. Es spielt Karten. Gehen wir hier rüber. Ja, manchmal ist es nicht. Ach, Kühlschränke, es geht um Kühlschränke. Also ihr seht es, ich zeige euch das mal alles hier. Es ist schon mächtig gewaltig, Egon, hier, wie das immer alles aussieht. Wie der Fußweg und das. Hier tun wir mal wieder typisch. Kai Helm. Ja, es ist überall so. Es aber sie sind alle sehr nett und lachen und gucken. Also hier unten wird gewohnt und oben, unten wird normalerweise gearbeitet und oben wird gewohnt. Aber hier scheint alles schon ganz schön tot und leer auszusehen. Heute ist Freitag, 16 Uhr. So, wir gehen mal schnell. Die können wir hier rein. In, ist das eine Gasse? Ja. Boah, so, jetzt sind wir ganz tief. Also, es ist so, ich will euch das nur mal zeigen, wie die so leben. Ich will das nicht für schlecht oder für gut bewerten, das muss jeder selber wissen. Es ist nur für mich sehr, sehr interessant. Wir haben heute die ganzen Stromleitungen auf dem Balkon. Boah. Oh. Über den Böller drüber gestolpert. So, hier werden wir mal Halt machen. Ich denke mal, das sieht schon so ein bisschen Privatbereich aus. In dem Sinne würde ich sagen, wir gehen erstmal in der Pause. So, hier sind wir wieder. Ja, sieht alles ganz schön wüst aus. Kätzchen. Und immer ein schickes Auto vor der Tür, obwohl wir dann natürlich immer, ich weiß nicht immer, wie alt die sind. Es ist im Schnitt so, dass die Autos hier von außen immer sehr sauber sind, immer ordentlich sind.
Aber drinnen, ja, drinnen ist es manchmal ein bisschen anders. So, wir gehen mal weiter. Hier haben wir einen Taxistand. Ja, es sieht alles immer so ein bisschen aus. So, hier ist der Bauarbeiter. So, und hier mal wieder so eine typische Seitengasse. So, wir flitzen da mal rein. Es ist so, die Leute legen hier an für sich nicht so viel Wert auf Schönheit der Wohnung oder sowas, weil im Prinzip ist so wie bei uns, sie wird nur zum Schlafen benutzt. So, was haben wir hier? Sehr interessantes Gerät. Im Schnitt ist so, die Leute wohnen im Prinzip auf der Straße und es sind eigentlich nicht so wie in Deutschland, dass wir von der Arbeit nach Hause kommen und vom Fernseher setzen und gucken. Nein. So, ihr seht das hier. Die Gassen hören irgendwie nicht auf. Hier kommt eine Gasse nach der anderen. Und ihr seht ja schon mal, was da hier für Probleme man hat mit dem Reinfahren. So, hier ist Billard. Die Jugendgang. Die Wäscherei. Sawadikap. Sawadikap. So, oh, hier sehen wir, dass wir alles richtig. Gern? Hm? Ja, ich weiß nicht, um was es ging. All okay, all okay. Es ist natürlich so, dass hier gar keiner Englisch spricht. Hier ist sogar das Auto mit drin. Ihr seht es aber hier, wenn wir reinlucken, ist zwar eine Couch drin und ansonsten ist gar nicht so viel drin. Ich kenne das nicht anders. So. Ja, sieht schon mächtig gewaltig aus. Dass man das hier alles so vergilben lässt und entstehen lässt. So, ich würde sagen, wir gehen noch ein Stück vor. So, was haben wir hier? Ein Friseurladen. Aber ihr seht hier eigentlich schon, dass hier an für sich auch gar nicht so Wert auf Werbung des Ladens gelegt wird. Die Leute wissen, was hier drin ist. Ein Wasserverkauf und somit lässt man die Tür so und dann klopft man und kann reingehen. Also, ich würde sagen, wir haben noch einen Werbeblock rein. So, was haben wir hier? Das sehen wir nicht. Ansonsten haben wir hier ein Moped-Reparaturladen. Sawadikap. Boah, es sieht schon mächtig in Lebensmittelladen. Noch gleichen Lebensmittelladen. Es vibriert ein bisschen nebenher, aber alles dunkel drinnen. So, und hier. Ja, es ist natürlich hier wohnen Leute drinnen. Aber die wahrscheinlich woanders arbeiten. So. Also, wir drehen mal rum. Und gucken wir uns das mal. So, ihr seht schon hier, wie immer hier
ein schweres Durchkommen. So, ansonsten sehen wir uns jetzt mal die Wohnung von weiter weg an, nach oben. Ja, es sind schon immer mal schöne Häusli da. Aber wie gesagt, so, Tuk-Tuk. Bei den Tuk-Tuks ist mir vor Jahren aufgefallen, dass, glaube ich jetzt nicht. Boah, also verletzt hier, ne? Oder? Aber liebe Tierchen, ja, ruhig. Die haben doch hier mehr Stress wie alles andere, oder? Das kann doch nicht sein. Ey, Leute. Boah, das kann ich mir gar nicht so mit angucken. Und hier sind die Nächsten drinnen. Boah, ey. So, wir gucken mal so ein bisschen rein. Ja, er hat alles hier. Hühner, Fische und hier Hühner in den Käfigen hier. Und sie lacht sich kaputt, da, ja, hallo. Sie kracht sich bald weg, weil ich mir die Käfige angucke und filme, du. Das Ausauto in der Wohnung. Guckt euch mal, wie das eigentlich ganz schön mordsgefährlich aussieht. Mit der Riesenstufe. So, also. Der Taxistand. Was ich vorhin noch erzählen wollte, das ist so, mir ist hier aufgefallen, dass die TikToks, nicht ihr wisst schon, was ich meine. Oi, oi, Solli, ja, passt doch schön auf den Laden. Ja, mein Guter. Also was ich erzählen wollte, dass wir in der Corona-Zeit genauso abgezockt worden sind von den Tuk-Tuks wie alle eigentlich. Ihr seht es hier. Der Kleinste mit der kleinsten Karre und die größte Fresse. Jawohl. Also. Ja, hier. Also, das ist so, wie es ist. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Ansonsten würde ich sagen, gerne Abo da lassen. Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir gesund und munter. Bleibt mir treu. Und werdet alle glücklich. Bis dahin, euer Tattoo-Man. Bye, bye.